Surfers Paradise. Wir sind gerade 2 Stunden gefahren von Byron Bay und jetzt gehen wir zu unserem Couchsurfing-Typen. Der scheint ganz nett zu sein, der hat uns einmal Schlüssel irgendwie, glaube ich, dahin gelegt. Und jetzt gucken wir mal, wieso wir. Ja, wir sind jetzt angekommen. Unsere Unterkunft haben wir hier jetzt gerade hinter uns. Das ist hier ein Wohnwagen. Also es ist einfach nur so ein Zelt als Wohnwagen, aber unterm Dach. Und wir schwitzen so doll. Also ich bin komplett nass. Ja, bitte rein, Robert. Okay. Und der hat uns gerade was gezeigt. Wir haben WLAN-Passwort gekriegt, wir dürfen Fahrräder mit benutzen. Das ist hier irgendwie wie in so einer WG oder so. So, überall steht auch so, das WLAN-Passwort steht schon so an die Wand geklebt und die Codes für die Fahrräder, also die Schlösser auch irgendwie. Und nee, aber es ist ganz mega nett und hier ist noch so ein anderer Kollege irgendwie da und der wohnt hier auch. Also hier wohnen irgendwie mehrere Leute und wir haben auch einen Hund, der ist mega süß. Und ja, hier ist unser Bereich. Hier läuft's bei uns, würde ich sagen. Unser süßes Zelt, da haben wir ein paar Hanteln, um zu trainieren. Nice. VW-Bulli, geil. Hallöchen, Leute. Wir sind jetzt gerade beim Couchsurfing angekommen, habt ihr ja gesehen. Jetzt treffen wir uns mit Lina und Leonie und dann kochen wir was zusammen. Hier ist gerade richtig geil. Hier sind überall so Yachten und so Privatstrände da oben. Irgendwie, das sieht nice hier aus, muss ich sagen. Eine nice Gegend, wo wir gelandet sind. Das Haus ist nicht so ganz so nice wie die, aber es ist läuft auch. Läuft, ne? Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall die beim Hostel abholen. So, wir waren jetzt einkaufen und kochen hier schön alle zusammen. Nice. Richtig fetten Salat mit Chicken. Chicken und Kartoffeln. Nice. Alle zusammen. Sagen wir gleich mal, was in der Ecke ist. Also erwartet ja nicht, dass hier eine Wiese unser Essen. Nice, auf jeden Fall. Da ist der Rest Fleisch noch drin. Morgen, meine lieben Freunde. Wir sind gerade aufgestanden. Also wir haben uns schon fertig gemacht und wollen jetzt gleich los zum Strand. Hier im Surfers Paradise mal den Strand erkunden an der Gold Coast. Mal gucken, wie der aussieht hier. Wir haben schon gefrühstückt und so. Ja, und jetzt gehen wir mal gucken. Wir sitzen jetzt gerade im Zelt und hier kann man sich einfach nicht dran bewegen. Hier ist einfach alles voll. Es liegt alles voll hier auf dem Boden. Hier kann man sich einmal da hinstellen und einmal hier ist Platz für die Füße. Das war's. Mehr Platz gibt's leider nicht für die Füße hier. Das ist echt das hier so mega klein. Aber eigentlich ist es ja mega geil. So, wir haben einen Fernseher hier und übelst das nice Bett, so, aber ein Spiegel sogar. Aber ist halt ein bisschen klein für Backpacks. Aber mal gucken. Egal. Wir gehen jetzt erstmal zum Strand und gucken, was da so abgeht. So Leute, wir laufen gerade zum Surfers Paradise Sign. Sieht richtig geil aus. Ich zeige euch gleich mal eine Aufnahme. Sieht richtig nice aus hier. Oh mein Gott. Wir stehen gerade davor. So Leute, da ist es. Mit dem Meer, mit diesem Ausblick. Sieht geil aus. Ja, wir schicken hier ein paar Fotos noch und dann gehen wir zum Strand runter. Leute, wir sind angekommen am Strand. Es sieht mega geil hier aus. Ich zeige euch das mal kurz. Das Meer ist relativ leer noch, weil es halt erst 9 Uhr ist und dann ist da direkt die ganzen Hochhäuser und so. Sieht echt mega geil aus. Mega großes Hochhaus. Und da hinten geht dann der Strand noch weiter. Ja. Da versuchen die schon zu surfen, da irgendwo. Und ja. Es sind echt hohe Wellen heute, muss ich sagen. Auch wir versuchen unser Glück, weil es ist einfach nur mega heiß jetzt schon. Wir haben es jetzt, glaube ich, schon 28 Grad oder so. Und es ist einfach nur heiß. Wir gehen jetzt erstmal ins Wasser. So, meine Freunde, wir sind jetzt, ich glaube, wir sind ein bisschen durch die Stadt hier. Es ist nämlich zu heiß am Strand. Wir suchen jetzt Leonie, weil sie ist irgendwo hier im Laden. Ja. So Leute, wir sind gerade im Club angekommen. Das ist die Toilette von uns. Übrigens, hier sind die richtigen Toiletten. Und hier sind Schminkspiegel. Das ist einfach übelst nice hier. Das heißt Bedroom hier, das ist der Club. Im Surfers Paradise. Das ist richtig geil. Und warte, hier sind die Toiletten. Das sieht einfach nur nice hier aus. Da ist so ein geiler Spiegel noch.
Wir sind gerade irgendwie voll begeistert davon. Hier sind auch alles voller Schminkspiegel. Da ist eine Couch. Übelst geil. Hier sind irgendwie Waschbecken und Toiletten. Es ist einfach mega geil hier. Ich verstehe das nicht, warum das in Deutschland nicht so ist. So Leute, wir waren gerade am Strand. Der Sand ist so heftig heiß, wir können manchmal gerade kaum laufen. Und jetzt gehen wir uns erstmal abduschen und gehen wir in die City, weil es ist zu warm und Maria hat Sonnenbrand. Deswegen, ja, hier ist nochmal die Aussicht. Sieht richtig geil aus. Ja, das war's. Oh mein Gott, Leute, wir haben so einen süßen Hund gerade gefunden. Drin, der kommt hier einfach rüber und spielt hier mit uns. Der ist so süß, oh mein Gott. Okay, weil es in meinen Fuß landen ist, klar. Der ist so klein, Leute, der ist so süß. Der ist einfach klein. Oh mein Gott, ist der süß. Alter, du kannst doch mal hier mit den Kleinen. Hallöchen, meine Lieben. Wir sitzen jetzt gerade hier im Park. Wir haben noch ein bisschen geschlafen. Und ich war gerade so ein süßer Hund. Ich verstehe gar nicht, wie süß der war, ne? Ich hab den ja gerade gesehen, der war. Ich brauche genau so einen, wenn ich wieder zu Hause bin, ne? Und wir treffen uns jetzt gleich mit Lina und Leonie, weil wir haben den ganzen Tag irgendwie noch nicht gesehen. Weil die so spät aufgestanden sind. Und dann werden wir mal sehen, was der Tag noch so bringt. Weil eigentlich wollten wir heute Abend noch rausgehen, weil das war so ein Zwei-Tages-Ticket hier. Aber wir sind alle echt müde und kaputt. Und morgen müssen wir schon wieder feiern gehen, weil wir da Mare treffen in Bristol. Deswegen weiß ich auch noch nicht. Wir treffen uns erstmal mit denen und dann mal gucken. Ja. Also Leute, es sind 30 Grad. Wir sind jetzt im Bus nach Brisbane und wir sollen in einer Stunde und 15 Minuten schon ankommen. Also, wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao!